Die Politik ist aufgeschreckt. Rechte Gewalt nimmt überhand. Im Rückblick auf die letzten Jahre gingen die meisten Extremismus-Todesopfer in Deutschland auf das Konto Rechter. Über die Position der Sozialdemokraten zu diesem Thema hat unlängst die Bundestagsfraktion auf einer Veranstaltung in Altenburg informiert. Ein gut besuchtes Paul-Gustavus-Haus. An diesem Abend lädt die SPD-Bundestagsfraktion zu einer Veranstaltung unter dem Titel »Unsere Demokratie stärken« ein. Neben Einladerin Elisabeth Kaiser als Gast in Altenburg, Susanne Rüttrich, Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Strategien gegen Rechtsextremismus und Romy Arnold, Projektleiterin der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Thüringen. Beide berichten darüber, dass rechtsextreme Straftaten massiv zunehmen und vor allem die rechtsextremen Morde des NSU in Hanau oder an CDU-Mann Walter Lübcke die besorgniserregende Dimension zeigen würde. In der Kritik vor allem die CDU, die rechtsextremen Terror jahrelang verharmloste. Die SPD als regelmäßiger Koalitionspartner der CDU hier in einer Zwangslage. Das ist für uns schon immer ein wichtiges Thema gewesen. Aber wir müssen natürlich gucken, mit wem wir zusammen auch regieren. Wir wissen halt leider, dass die Union sehr lange das rechte Auge nicht so offen hatte. Und jetzt gerade aber durch die tragischen Ereignisse, wie eben auch das Attentat auf Lübcke, dann auch in Hanau und Halle, dass auch jetzt CDU-Politikerinnen und Politiker sagen, wir müssen da jetzt was tun. Und nicht nur repressiv, also nicht nur Strafgesetzverschärfungen und mehr Untersuchungen, sondern auch präventiv, auch die Zivilgesellschaft, die sich eben vor Ort einsetzt für Demokratie, für ein friedliches Miteinander, dass wir die stärken. Eine Diskussion mit dem Publikum verdeutlichte die Sorge von ehrenamtlich politisch Engagierten vor rechtsextremen Übergriffen. Die Beispiele in Thüringen seien zahllos und von den Behörden oft nicht richtig erfasst. Doch man spüre ein Umdenken in Deutschland. Immerhin zeige der rechte Terror der letzten Monate, dass die Gefahr von der rechten Seite immer mehr in den Fokus rücke.